Ich hatte euch in einem meiner letzten Videos gezeigt, wie ich das bei meiner aktuellen Sanierung hier mit dem Bauschutt gemacht habe. Jetzt war ich wirklich fertig mit allen groben Arbeiten und habe halt den Container wieder abholen lassen. Hat wieder sehr gut funktioniert. Der hat den Container wirklich super vorsichtig über den Zaun im Vorgarten gehoben und hat den dann mitgenommen. Ich war super gespannt, was dann auf der Rechnung stehen würde und ob meine Sortiererei und Aufpassen, was das Mülltrennen betrifft, da wirklich gut funktioniert hat. Jetzt ist die Abrechnung gekommen. Es waren sage und schreibe 2,8 Tonnen Bauschutt, die ich da zusammenbekommen habe. Hat mich 245 Euro gekostet und war jetzt Bauschuttsorten rein. Hat sich also wirklich gelohnt, darauf zu achten, dass da wirklich nur Bauschutt reinkommt.